So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von PD2. Ich darf begrüßen den Gladius LP. Jo, hallo. Hallo. Du wolltest mir heute mal eine Map zeigen. Seit dem Patch 0 sein, ne? Ja, seit dem Patch ist sie noch. Genau, ich kenne die nicht, Diamond Store. Und ja, dann leg mal los. Dann spielen wir auch einfach nur mal auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Ja, wir wollen es ja nicht so schwierig machen, ne? Weil wenn man die Karten nicht kennt und so, ist das manchmal ein bisschen schlecht. Ja, vor allem, wenn man nicht weiß, durch welche Hintereingänge man wohin kommt und so, das ist problematisch. Wir spielen aber, wie gesagt, im Anzug, ne, damit wir nicht gleich erkannt werden, weil im Anzug. Ja, weil am Anfang oder nach dem Patch hier ist es einfach extrem, wie schnell man erkannt wird. Genau, weil die Zivilisten sehen ja, wenn jemand in voller Montur kommt, die wundern sich dann, warum so ein Armeetyp hier... Zivilisten nicht, aber Wachleute. Oder Wachleute, ja. Okay, erstmal ein kleiner Map-Rundgang. Genau, noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr mal sehen wollt, wie wir vorhin schon gespielt haben, oder überhaupt noch zu den Beispielen. Es gibt zu dem ganzen Video hier eine Playlist, die könnt ihr anklicken, die steht unten in der Videobeschreibung. Und es gibt auch das letzte Let's Play von Payday 2 hier unten in der Videobeschreibung. Das dazu. So, jetzt geht's weiter. Ja. Also, hier ist der dicke Gioielli di Famiglia Diamond Store. Kannst du es nochmal vorlesen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Keine Ahnung, ich kann es auch nicht aussprechen. Irgendwie hört sich italienisch an. Ich glaube, Gio, Elli. Irgendwas mit Familie. Ne, als ja, egal. Die Besonderheit cool hier ist, man kann die Vitrinen nicht einfach einschlagen. Sondern? Die sind alarmgesichert. Ah, cool. Sobald man eine einschlägt, Alarm. So, der übliche Gang führt hier hinten durch. Hier, in dieser Map gibt es wenige zufallsgenerierte Elemente, eigentlich nur die Leute. Diese Tür ist immer da, führt hier in den Raum, der Raum geht ungefähr bis hier. Ist halt so ein schmaler Raum, wo die Kameras drin sind. Okay. Der kann auch von innen geöffnet werden. Kannst du einfach reingehen und den Typ umklatschen, ohne dass es jemand merkt. Da oben geht's ins Obergeschoss, da musst du auch nachher dann die Kameras, was heißt Kameras, den Alarm ausschalten. Okay. Hier hinten, hier sitzen immer Zivilisten rum. Oder stehen, oder laufen, wie auch drüben immer. Drüben ist ja noch ein Job. Ja, der ist aber nicht so schlimm, der Deutsch und Gabbana Shop. Diese Verarsche. Das ist Schleichwerbung, ne? Ja, aber das heißt nur DC, nicht Deutsch und Gabbana. Was, wie heißt das? Das wäre ja wieder eine geklaute Marke. Also, was ist es dann? Deutsch und Cabana. Genau. Deutsch und Kuba, ja. Okay. Was hier ist, es gibt eigentlich auf jeder Map maximal 4 Zivilisten, die rumlaufen. Okay. Das heißt, diese 4 Zivilisten müsste man abwarten und jeweils fesseln oder auf den Boden schreien. Dann hier in dem Laden, in diesem geklauten Lamborghini-Laden, der Farborghini heißt, steht ein Verkäufer da hinten dran am Tresen, ist aber auch ein Tresor, den kann man auch knacken. Cool. So, und hier halt Leute, die sich Autos angucken, die sich nicht leisten können. Hier die Straße ist ziemlich unübersichtlich, eben wegen diesen ganzen Bäumen, Schatten, Autos, Doppelstraße und so weiter. Ja. Weil da kann man schon mal leichten vorbeilaufenden Zivilisten übersehen. Der hier an der Ecke, der ist auch ganz tricky, den vergisst man auch ganz oft. Der hat mich schon mal eine komplette Stealth-Missie gekostet. Genau, das wurde ja aber auch nur, ich sag mal, zu viert laufen, ne? Also zu zweit wird schon extrem schwierig, also zu viert, wenn man sich abspielt. Naja, ich hab's auch schon alleine geschafft, sagen wir es mal so. Okay, naja gut, du, aber ja. Du willst ja, jedes instabile Fragment hier. Ja, eben, man muss halt genügend Kabelbinder dabei haben. Du hast zum Beispiel nur 2, ich hab's geskillt, also 6 habe. Ja. So, dann wollen wir mal loslegen. Fangen wir da hinten an bei der Tür? Ja, stellst du dich mal, oder ich fange jetzt einfach mal hier bei dem Café an, das ist eigentlich am sichersten. Und die Leute tust du runterschreien. Genau. Gut, dann mache ich mal mit. Nee, du machst nicht mit. Zu spät. Ja, okay, schrei sie runter. Okay, oder man kann sich's auch einfach mal und die Zivilisten einfach erschießen, wenn der Bonus jetzt nicht so... Ja. Wenn einem dieser Minus... Malus da eigentlich relativ egal ist. Ist mir relativ egal, aber ich habe meine 2 Kabelbinder sinnvoll benutzt.
Ja, umso besser, da habe ich noch 5, das ist praktisch. Aber du hast ja nicht gesagt 4? Ich habe nur Ich habe zwei jetzt. 6. Nee, ich meine Zivilisten. Viere? Wir haben nur drei gefesselt. Nee, einer ist da hinten noch ganz an der Map Okay, entdeckt. und bei hier lief da auch eine lang drin. Ja, den habe ich, den, der ist rechts aus der Map raus. Okay. So, den kann ich eben auf den Boden schreien und dann kann ich den auch, wenn ich es brauche, jetzt auch Rekrutieren, umwandeln. ne? Und jetzt, weil der Typ eben außer Gefecht ist, kann man sich jetzt zum Beispiel auch im Laden, ohne dass man durch die Kameras entdeckt wird, bewegen, Ja. weil der Typ eben nicht mehr drauf guckt. Zum Beispiel, ja, ich kann jetzt auch einfach so in den Laden gucken und die Kameras markieren auch jeden Wachmann, den ich damit sehe. Das heißt, hier unten im Laden steht gerade einer, da kommt gerade ein zweiter die Treppe runter. Ja. Ist halt auch praktisch, wenn eben einer hier an den Kameras bleibt und dann eben Die guckt, Leute wow, markiert. da läuft gerade so eine Truss hier außen drauf vorbei. So, auch mal kurz zufesseln. Also zwei umherlaufende Zivis haben wir schon eingefangen. Ja. Eon, bleibst du mal kurz hier draußen stehen und Jupp. passt ab, ob hier Stay Zivilisten low. Hier. rumlaufen. Hast du die Ja, gefesselt? Hast du die ge... die habe ich gefesselt. Oh. Okay. Der da vorne hat Hä? was. Oh, Scheiße. Nee, Schnell. der hat nur Fragezeichen. Da haben wir auch noch mit Glück gehabt. Und der Typ an der Ecke, der steht nur da und raucht, also der ist stationär. Das ist nicht so das Problem. Okay. Okay, schade, dass man nicht durch Schlüsselloch oder so gucken kann. Ach Das so, ich wäre. sollte ja stehen bleiben. Ja, bleib einfach mal da unten stehen und wenn einer die am Café entdeckt, einfach schnell rüberrennen und abknallen. Okay. So, Schlossknacken. Wie gesagt, es gibt Und denn. man kann seit dem Patch Kameras markieren. Ja, das ist gut. Gibt denn viele verschiedene Möglichkeiten hier so eine Mission zu lösen? Sollten wir Oh. vielleicht dazu sagen? Oh. Pass auf. Der Typ ist aber richtig clever. Ja, den lasse ich jetzt bis zur Ecke vorkommen und klatsch den mal ein. Okay, Pager beantworten. Genau, ist also auch noch ein Gimmick, ne? Also wenn ihr jetzt eine Wache umgelegt habt, müsst ihr den Pager beantworten, den die Wache dabei hat, damit kein Verdacht. Scheiße. Scheiße. Scheißwache. Die immer hier die Treppe hochkommen. Ja, schnell rennen rein. Klatsch durchs Fenster rennen rein. Dann können wir das vielleicht noch retten. Ja, ich glaube, draußen ist einer weggerannt. Nee, nee, passt schon. Doch, nee, draußen haben welche. Komm her. Ja, jetzt. Okay. Jetzt ist es egal, was wir machen. Okay. Da können wir ja auch die Vitrinen zerschießen, oder? Ja, jetzt interessiert es eh keine Sau mehr, weil der Alarm ist ja schon ausgelöst. Also, wie gesagt, das ganze Ding am Stealth zu machen, das bedarf schon viel Übung. Naja. Naja, wir haben es nicht geschafft, ne? Das war schon lange noch. Ja, okay, ich hab's alleine geschafft. Ich will's jetzt mal. Aber du warst schuld, ich nicht. Ja, ich war schuld. Also man kann es nicht immer perfekt machen oder immer gleich machen, immer Stealth schaffen. Es gibt immer Faktoren, zum Beispiel eben zufällige Bewegung der Wachen, die kann man ja nicht mit einberechnen. Ja, Am quasi wie besten bei. hier die Taschen hier hinter den Tresen schmeißen. Okay. Das ist eigentlich die perfekte Position. Kann man die nämlich schnell dann rüber rausschmeißen und hinter den Tresen kann man sich dann auch verschanzen. Genau, das hat also nur den Sinn hier quasi, dass man möglichst viel Beute bekommt. Deswegen ist es ja auch ein Überfall. Autsch, 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 Autsch. Vielleicht hätte man hier vorne das erstmal leer machen sollen, so. Ja, das ist ja schnell gewesen. Oh, SWAT kommt schon angelaufen. Oh, scheiße, Mist. Und was auch noch gefixt werden müsste, dass die Zivilisten nicht immer so blöde Laufwege haben und immer in die Schusslinie rennen, sondern Ja. dass sie auch Schiss vor Schüssen haben und der Schusslinie. Okay. So, könnte losgehen, oder?
Ich räume noch schnell die Kassen aus. Boah, hier kommen sie aber von der Seite rein, damit die wahrscheinlich. Ja, die kommen von überall. Die kommen auch von oben manchmal, also. Von hinten durch dann. Von oben, von hinten durch. Ach ja, jetzt für diejenigen, die jetzt noch nicht volljährig sind, sage ich jetzt mal von den Zuschauern, das Spiel ist ab 18. Echt? Ja, das Spiel ist ab 18. Ich weiß, frag mich nicht warum, ich habe mich auch gewundert. Ja gut, warum? Aber die USK wird einfach immer weicher. Also. Nee, das hat was damit zu tun, dass man die Geiseln hier, die gefesselten Geiseln auch erschießen kann, ne? Ja, wahrscheinlich auch deswegen. So, wo bleibt denn der Auto hier? Ich fessel die jetzt einfach mal, damit die nicht aufstehen und plötzlich wegrennen. Das ist auch immer ganz nervig. Obwohl man sie die ganze Zeit auf den Boden schreit, dann stehen sie trotzdem manchmal auf und rennen weg. Das ist ein Ding, wa? Die wollen gar nicht gefesselt werden. Und vor allem, man steht direkt daneben mit einer Knarre und ist am Ballern. So, nur warten wir auf unser Auto. Hast du oben noch eine Tasche liegen lassen oder was ist das? Ach, die Leiche. Nee, die kommt von oben, kommt von oben. Ja, ich. Wow. Oh. Der ganze Gang hier voll. Aber hier oben ist mal auch ein geeignetes Ziel für die da unten. Ja. Und die Polizei befreit auch Geiseln. Muss man auch dazu sagen. Wow. Und wahrscheinlich ist es auch ab 18 wegen der Sprache. Du, wir müssen noch den Schmuck sichern, ne? Kann das sein, dass wir das machen müssen? Weil wir haben noch. Ja, klar, aber das ist noch nicht da. Wo wir den Schmuck sichern könnten. Also. Okay. Müssen wir so lange ausharren. Gut, der Rush ist vorbei jetzt. Das erkennt man immer daran, dass rechts oben in der Ecke so ein gelbes Band ist, wenn der Polizei Rush. Der Vormarsch halt im Gang. Ja, das ist der Rush im Gang. Hier draußen zum Beispiel ist auch ein Geldautomat. Ja, den kann man auch plündern. Ah, ich geh mal hier kurz in das Autogeschäft. Oh ja. Der hat sich auch schon verpisst. Ah, hier und gibt's den hier kann man nur bohren, den Tresor. Okay. Aber schön, dass du so einen praktischen Handbohrer an der Hand hast. Ja, immer. Und vor allem multipler Bohrer, falls ich mal mehrere brauche. Wer schießt denn hier laufen die Zivilisten tot? Ja, oh, komm. Perfektes. Tausch in die Hand, okay. Warte, hier durch die Tür. Wow. Wir haben den Polizisten noch. Boah, Alter, die stehen hier zu Massen. Zum Glück habe ich 6 Magazine für meine Waffe, bevor die leer ist. Okay. Ja, AK-5 halt. Der hat 150 Schuss. Okay, los. Das ist halt wichtig, dass ihr hier im Team arbeitet, ne? Immer die Taschen schön zueinander. Habt das ja, nicht so weit. Das kommt nämlich auch gut, wenn man zu viert ist, machen, dann quasi, stellt man sich halt genau in so Stationen auf und wirft sie immer eine Station weiter, die Taschen. Genau. Und fertig. Gut, das war's schon. Mal sehen, was wir bekommen hier. Ah, wir müssen noch entkommen. Jetzt kommt eine Fluchtmission. Fluchtmission, ja. Genau. Oh, ich hab das komplette Match dominiert hier, die komplette Mission. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja auch hier als Kameramann, ne? Ja, so kann es sein. Und ich muss ja auch mal zuhören, was du erzählst, da kann ich ja nichts machen. So, und wir müssen jetzt quasi mit unserer Flucht, mit unserer Beute, die wir jetzt haben, flüchten. Jo. Und da, so, dazu gibt es manchmal, wenn man das nicht pünktlich schafft, noch eine Fluchtmission, so wie jetzt. Ja, das Praktische ist, man kann sich zwischendurch mal andere Ausrüstung anlegen. Ach ja, stimmt, hast gute Idee. Rüstung,
Und nicht schallgedämpfte Waffen, die mehr Schaden verursachen. Gute Idee, genau. Wir ziehen jetzt mal die fette Rüstung an hier. Jetzt ist der. Die ist auch ganz stylisch. Ja. Obwohl die Para, die habe ich eigentlich gerne. Die lass ich. Und die deutsche Untertitelübersetzung, die entspricht auch nicht ganz den englischen Inhalten. Die will ich aber auch jetzt gerade nicht so wörtlich übersetzen. Passt schon. Ist das jetzt eine neue Fluchtmission oder ist das eine altbekannte? Nö, das ist eine altbekannte. Okay. Da haben sie keine neuen hinzugefügt, glaube ich. Genau, aber auch, wie gesagt, zufällig, ne? Warum habe ich jetzt einen Schrott? Ach so, stimmt. Meine Secondary sieht ja aus wie meine Primary Schrott. Ach so, und wir. Die Taschen zum Café, meinst du? Oh, die Kaffeeflucht. Hier würde ich dich bitten, die Taschen da reinzuhauen, ja. Richtig reinzuhauen für den Erfolg, weil den brauche ich. Was innerhalb von 30 Sekunden nach Ankunft des Fluchtwagens entkommen. Oh, ob man das schaffen? Ja, je nachdem, wo der ist und wie viele Taschen wir mitnehmen wollen. Also. Ja, den Erfolg habe ich glaube ich nicht, also sollten wir vielleicht mit einer Tasche losrennen. Ja, oder zwei, wir können ja jeweils eine nehmen. Ja. Und was ganz lustig gemacht ist hier, man kann, wenn man Kopfschüsse verteilt, fliegen, wenn man die Helme so ist. Richtig, also daran erkennt man übrigens auch, ob ein Gegner tot ist oder nicht. Ja, weil meistens fliegen die einfach nur hin und stehen danach wieder auf. Genau, der Deckel muss ab sein, damit das Ding tot ist. Ja. Das ist natürlich eine geile Knarre, ey. Sniper, ne? AK-5 mit Laserpointer. Hä, was denn so? In den Nähe reingeschossen, sehr gut. Kommt auch noch ein Bursche. So, ich stelle hier mal ein Medipack auf. Boah, Zivis runter auf den Boden. Auf der anderen Seite. Also wenn ich richtig snipern wollte, dann will ich mein M308 Gewehr raus. Das ist semi-automatisch, ne? Da kommt ein Hubschrauber. Da oben. Da oben. Bringt also frischen Nachschub. Nicht für uns, sondern für die Gegner. Für die Polizei. Ja, oder frisches Kanonenfutter für uns. Was ich auch noch ganz geil fände, wenn man die Helikopter abschießen könnte. Ja, zumindest kann man die Leute, wenn sie halt im Abmarsch sind, ne, gleich abschießen. Ja. So, ihr habt's gerade gelesen, eine Minute noch ungefähr. Gibt so, dann rennen wir mit zwei Taschen raus. Genau. Es gibt doch Missionen, zum Beispiel, wo der Fluchtwagenfahrer geschnappt wird, wo ihr dann erneut warten müsst. Ja. Und dann kommen sie halt endgültig dann mit dem Helikopter. Yep. Okay. Ich vermute, könnte rechts kommen, oder? Ich kann doch schon mal in die Mitte gehen. 10 Sekunden. Vor allem hier stehen 1000 Autos. Ah, da. Zack, zack, ja. Zack, zack. Oh Scheiße, wir brauchen 4 Säcke. Oh, dann los. Das wird aber knapp, du. Komm, schmeiß her. Also ja. Schaff mal, komm. Was? Komm schnell. Boah, dann ob das 30 Sekunden waren jetzt. Ah, ich glaube, das waren leider mehr. Nein, ja. Ach Scheiße, nee, ich hab keine auch nicht. Nachrichtigung. Schade. Echt schade. Wie gesagt, es gibt noch immer so ganz lustige Steam-Erfolge, die man natürlich bei jedem Spiel sammeln kann. Und raubt dies aus, raubt das aus in ein paar Sekunden, das ist gar nicht ganz lustig. Gibt noch mal so einen zusätzlichen Anreiz, mehrere Missionen zu spielen. Ja, zum Beispiel auf dem ukrainischen Job muss man den kompletten Job in unter 35 Sekunden abschließen. Boah. Ja, ich hab's bis 30 Sekunden geschafft. So eine blöde Maske. Ich hab den Job in 30 Sekunden geschafft und ja, es war hetzig.
Ja, das glaube ich. Es gibt ja, wie gesagt, solche, ich weiß gar nicht, gibt es hier XP-Missionen noch, wo man also nur durchrennt und schnell zu Nicht mehr so, das haben sie eigentlich größtenteils gepatcht. Ja, man könnte jetzt Ratten noch nehmen. genau, werden wir euch auch mal zeigen in einem der nächsten Let's Plays von PD2. Ja, dann bedanke mich bei dir. Ja, Und wir sehen uns beim bitteschön. nächsten Let's Play. Bye bye. Ciao.